Ja, guten Tag, liebe Zuschauer. Bei K+S könnte es richtig spannend werden. Bislang hat es der kanadische Konkurrent Potisher sehr freundlich versucht. Man hat versucht, dass die K+S-Führung davon zu überzeugen, dass die 41 Euro je K+S-Aktie ein sehr fairer Preis ist. Man hat auch mit der hessischen Landesregierung gesprochen, um ihn bei den Politikern vorzufühlen, ob es ihm möglich wäre, K+S auf dem Weg einer freundlichen Übernahme zu übernehmen. Allerdings hat sowohl das K+S-Management als auch die Politik sich wenig begeistert davon gezeigt. Man fürchtet eben vor allem Arbeitsplätze, also vor allem die Politik. Das K+S-Management hat ja gesagt, man sieht den Wert mit 41 Euro nicht als gerechtfertigt an. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll dem Management ja knapp 50 Euro pro Aktie vorschweben. Das wäre natürlich nochmal ein satter Aufschlag, den Potisher dann bieten müsste. Wir glauben nicht, dass Potisher wirklich bis auf 50 Euro hinaufgehen würde. Es ist aber gut möglich, dass man ein paar Euro noch draufsattelt auf die bisher angebotenen 41 Euro. Selbst hat man schon eingeräumt, dass man beim Zuge der Prüfung der Bilanzen von K+S und ja, diverser Zugeständnisse durchaus in der Lage wäre, etwas mehr zu bieten. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass man sich früher oder später doch einigen könnte. Wenn nicht, dann würde es womöglich auch zu einer feindlichen Übernahme von Potisher kommen. Das ist auch möglich. K+S hat jetzt keinen starken Anker-Aktionär, der sich jetzt absolut dagegen sträuben könnte. Und viele Investoren werden sagen, wenn uns eben Potisher jetzt 41 oder möglicherweise 2 oder 43 Euro pro Aktie bietet, dann würden wir Potisher die Aktien jetzt sofort andienen. Denn K+S geht ja im Endeffekt einfach nur davon aus, dass man langfristig mehr wert sein werde als die 41 Euro. Aber an der Börse nimmt man eben schnell das schnelle Geld mit, oftmals das schnelle Geld mit. Und von daher ist es gut möglich, dass Potisher auch mit einem feindlichen Übernahmeangebot schnell an die Mehrheit bei K+S kommen könnte. Im Endeffekt heißt das für Aktionäre weiterhin bei K+S dabei bleiben. Vielleicht darauf hoffen, dass Potisher noch einmal draufsattelt. Die Aussichten für die K+S-Aktie bleiben gut. Nichtsdestotrotz immer wieder einen Stoppkurs setzen. Aktuell raten wir dazu, den bei 34 Euro zu platzieren.